Namaskaram Sadhguru, dies ist eine beispiellose Situation und alle sind zurzeit ahnungslos. Nicht nur in diesem Land, sondern auf der ganzen Welt. Glaubst du, das Ende der Welt ist nahe? This happened. Dies geschah. Zwei Quäkerpriester standen mit einem Schild am Straßenrand. Darauf stand, Ende ist nah. Ein Fahrzeuglenker kam, sah das Brett und steckte seinen Kopf aus dem Auto und sagte, ihr religiösen Trottel. Und du kennst all die anderen Dinge, die er sagte. Und dann, nach ein paar Sekunden, hörten sie quietschende Reifen und ein krachendes Geräusch. Dann sagte einer von ihnen, einer der Quäker sagte, ich denke, wir hätten einfach schreiben sollen, Brücke ist weg. Wir sagen also nur, verhalte dich verantwortungsbewusst, dies wird vorübergehen. Aber du möchtest sagen, das Ende ist nahe. Nein, nein, das Ende ist nicht nahe. Die Weltbevölkerung wird nicht ausgelöscht. Aber wenn dies vorüber ist, als Generation von Menschen, werden wir entweder die Genugtuung haben, wir haben diese Krise gut gemeistert, oder wir werden die Schande haben, den Kopf hängen zu lassen, dass wir unverantwortliche Dinge getan haben und dies uns viele kostbare Leben gekostet hat. Das ist sicher. Entweder wirst du in 12 Monaten beschämt den Kopf hängen lassen oder du wirst mit einem gewissen Gefühl der Entschlossenheit durch die Welt gehen, weil wir als Generation von Menschen durch dies hindurch gesegelt sind mit minimalem Schaden für die Menschheit. Diese eine Sache wird euch definitiv zur Verfügung stehen, entweder dies oder das. Es ist mein Wunsch und mein Segen, dass wir nach 12 Monaten unsere Köpfe hochhalten können. Lasst es uns schaffen.